Oh, nein. Was denn? Jetzt sag nicht, dass meine Theorie stimmt. Nein, ich zerstöre gerade das ganze Gras. Das ganze Gas. Hey. Keine Minderheit beleidigen. Hab ich doch gar nicht. Doch, mal Gas gibt's nicht so viel. Mädchen, was atmest du gerade? Oh, er hat dich gedisst mit seinem Chemiewissen. Ja, mit meinem unglaublich kranken Chemiewissen. Alter, ging ich. Kimmich? Ja, Kimmich. Ja, bekimm ich ein. Fick dich. Oh, überhaupt nicht cool. Oh nein, meine Kiste ist explodiert. Nein! Mickey, schlaf sofort! Wirklich ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ja. Nein, sofort! Meine Kiste ist explodiert, es ist zu viel Zeugs rum, damit ich das alles einsammeln kann. Mal nett. Soll ich auch kommen? Komm nicht durch die Tür durch, so. Ja. Nee, nur ich soll schlafen. Dann bleibe ich hier. Weißt du, ist mir übrigens vorhin aufgefallen, ich hatte eben gerade unten ein Bett im Inventar, ne? Geh mal weg. Oh, Alter. Das kommt wieder mein Herr Dodge Mechanics. Nee, das war für dich. Wollt ihr jetzt mal langsam ins Bett kommen? Warum steht ihr... Eigentlich sollten wir uns alle in unser Bett immer mitnehmen, oder? Weil wir sind eh direkt am Spawn. Au, du hast mich den Berg runtergeschubst. Geh doch schlafen, Mann, Dieter. Dieter. Ja, sorry, da war ein Zombie. Ey, Dieter. Da war kein Zombie. So, Bett abbauen und mitnehmen jetzt. Ich hab mir da sogar schon eins gemacht. Ich hab da sogar ein Bett stehen. Aber warum nutzt du es da nicht? Weil mit Alter, euch zu schlafen Creeper viel schöner ist. Erwecken das nicht. Dings, Bukake-Party bei Meti zu Hause ist immer geil. Vor allem, wenn da hast du keine Bukake-Partys. Ich hab's, also ich bin ganz ehrlich, ich kenn's nicht. Weiß nicht, wann du mal, wann, ich weiß nicht, wann du bei einer Bukake-Party bei mir zu Hause dabei warst. Na, war die denn nicht selbst mal der Kameramann? Eigentlich nicht. Boah, ich will jetzt gerne das Weizen essen, aber hier sind. Der war nämlich letztens mal. Dieter wurde nämlich letztes Mal reportet, weil er als allererstes kam. Dann war halt er halt fertig, während die anderen gerade erst angefangen haben. Du kamst ja, genau. Ah, stimmt, genau so kam das. Ach. Ja, nee, so kam Dieter. Alter. So, ist ins Loch was gefallen? Oh ja, ein bisschen ja, was. Bei Dieter muss das auch was ins Loch gefallen. Da kam Dieter. Es ist einfach reingefallen. Da ist etwas reingetropft. Getropft. Da willst du etwas näher erklären? Ja. Ja? Nee. Okay. Komm, Dieter, erklär mal. Guck mal, Dieter Stadion, nee. Das müsste ja mittlerweile schon recht weit sein. Nein, da ist wahrscheinlich immer noch am Begradigen. Am Begradigen was? Begradigen. Deswegen bin ich gar nicht da. Ich baue gerade. Du trägst einen Cardigan? Ja, meine Schwester tragen auch mal ein paar Cardigan. Was ist ich was ernte gerade unser Feld. Cardigan. Luca, ich kann sowas nicht. Das. Jetzt anfangen würde zu erklären, ne? Dann wird's richtig losgehen, ne? Ah, okay. Ich kann's mir vorstellen. Aber du willst, ich kann's aber vorbeikommen. Ich kann dir eine Stunde geben, wo ich dir alles erkläre, so. Ich lehne ab.
Gangbang. Matuidi, Matuidi! Bidi. Der hat auch gut gespielt. Der hat auch gut gespielt beim Frankreich-Rumänien-Spiel, ja. Oh ja. Ja, mittlerweile sollte ja fast schon die zweite Gruppenphasenrunde anfangen. Der schon an, ich hab die Erde bei Dieter gefunden. Irre, nee, fängt ja, glaube ich, schon an. Mittwoch. Ja, da haben wir, ich meine, sein zweites Spiel meine ich natürlich mit damit, was wirklich gut von ihm war. Nee, Entschuldigung, das zweite Spiel kommt ja heute noch, das ist ja schon seit, ist jetzt eben gerade zu Ende, gegen Albanien, war echt ein krasses Spiel, habe ich so nicht erwartet. Das ist 17 Uhr schon zu Ende. 15 Uhr ist Anpfiff. Okay, ja, dann. Oder war das, keine Ahnung. Ach. Ich habe keine Zeit nicht auswendig. Obwohl, die spielen am 21 Uhr. Interessiert. Heute ist Eröffnung. 9 Uhr. Gehypt, Alter. War man nicht auch. Mir fehlt irgendwie das, bin auch nicht richtig im Modus, aber... Für das Deutsche im Eröffnungsspiel. Ne, ich bin noch nicht richtig im EM-Modus, aber ich schätze mal, dass es jetzt so... Mit der EM langsam kommt. Ja, da hast du wohl recht. Seitdem, nach dem, was ich da gesehen habe, was Portugal zum Beispiel im Testspiel abgezogen hat, ne? Habe ich ein komisches Gefühl, dass die sehr weit kommen werden. Was haben die denn gemacht? Die haben mal eben, also gegen Estland ist jetzt natürlich kein starkes Team, ne? Aber trotzdem halt 7-0 gewonnen. Und was ja, und Deutschland 7-1 gegen fucking Brasilien gewonnen. Im Halbfinale. Damals, ich weiß noch, ne? War das, glaube ich, okay, Deutschland hat aber auch den Weltmeistertitel geholt. 86, ohne große Komplikation. Kannst du bitte zuhören, ja? 1986 ja. War das, glaube ich, ja? Daniel, da ist es passiert, dass Deutschland gegen Jugoslawien spielen muss und die haben, um sich zu qualifizieren für die EM. Ja, damals, das weiß ich noch. Und da haben sie 0-0 haben gespielt Kinder. Und sich nicht qualifiziert. Und danach haben sie Kinder gehabt. 86 war das, glaube ich. Oh, das war ein anderes Jahr, keine Ahnung. Das war irgendwas mit 60. Weißt du, dass sie irgendwann mal sich nicht für die EM qualifiziert haben, weil sie in Albanien verloren haben gegen Jugoslawien? Mit der Luke hat mir Dirt geklaut. Ich sehe es doch. Da fehlen zwei Reihen. So viel hat er auch nicht genommen. Stimmt. Was soll ich hören? Skeletons. Oh, können wir hier nicht machen. Kann man hier Items irgendwie von unten nach oben transportieren lassen? Ja. Nein. Mit Hoppern geht das doch, oder? Ne, die können nur seitlich. Also die gehen immer so um eins da unten, glaube ich. Mit Wasser ist noch. Ja, mit Pistons vielleicht. Ja, das habe ich auch halb überlegt, aber. Mit so einem Pistenaufzug. Ich war eine Hexe. Mal Luca, Hexe, guck, dein erstes Glowstone hast du schon. Nein, dein erstes Glowstone, Powder. Powder, Alter. Powder. Und die macht das gerade mit einem Zombie anscheinend, weil ich höre auch ein Zombie. Wir haben Powder gesagt. Rein. Alter, ich schlafe gleich ein, ja. Wenn ich hier weiter heißt Paul Dirt abbauen muss. Ja, aber Paul ist, da habe ich so direkt an den gedacht. Alles klar. Glaubst du, nachdem wurde PayPal benannt? Ja. Bezahle. Das sind eigentlich so die krassen Rechenmechanics, die sich von EA Sports ausgedacht haben, als sie das erste Team of the Season released haben. Sodass sie so genau ausgerechnet haben, dass genau dann, wenn die EM anfängt, das letzte Team of the Season ausläuft, sodass sie dann anfangen können, International Man of the Match Karten rauszubringen.
welche ja schon confirmed wurden, weil man sie in der Food Database der Web App halt schon finden kann. Aha. Ja. Und was können die dann so besonderes? Halt die International Man of EM Man of the Match Karten. Die sind dann rot-blau. Und wenn man sich dann vorstellt, zum Beispiel ein Spieler wie Cristiano Ronaldo, der ja schon rot-blau ist und Stürmer ist. Ja, weil er für seine Nation auch im Sturm spielt, so mit zusammen mit Nani und Quaresma, was der Sturm sein wird, vor dem ich meine Angst haben sollte bei der EM. Alter. Naja. Boah. Portugal ist immer so. Naja, zum Glück kam bei Portugal. Ganz zwar Ronaldo, aber. Nani, Quaresma. Wo habt ihr das Video gesehen? Ich hab von Ronaldo und einem Jungen. So ein kleinen Kurzfilm. Ja, habe ich letztens auf Twitter gesehen. Ist ziemlich awesome gewesen. Da war es irgendwie so, damit Ronaldo so eine Vorlage im Spiel macht, dann über die Bande fliegt, mit dem Jungen zusammenklatscht, weil er halt Balljunge ist. Und dann tauschen die ihre Körper. Und dieser Junge ist halt voller Fußballfan. Und Ronaldo dann in dem Körper von ihm bringt, sorgt er dafür, damit der Junge Nationalspieler wird von England dann und dann im der Junge halt so Ronaldo-Körper muss dann halt anfangen, richtige Tricks zu lernen, damit es nicht auffällt und trainiert den kompletten Tag nur Tricks und dann das erste Nationalspiel halt, was ich habe vorher so die ganze Zeit so ein bisschen wie der Junge sich so entwickelt und so und dann spielt England gegen Portugal. Und Ronaldo, der Fake, gegen den Jungen, in dem Ronaldo drinne steckt. Und dann klatschen die wieder gegeneinander und tauschen wieder ihre Körper. Oh, krasse Story, Alter. Aber ich fand den Film cool gemacht. Schon ein bisschen mitgenommen, muss ich ehrlich sein. Für so einen random Film auf Twitter, den man immer hat einfach mich, so. Hab mich abgeholt. Irgendwie so ein 5-Minuten-Film oder so. Hat mich schon abgeholt, der Film. Also deine Erklärung gerade. I know what you mean. Gefasst. Also müsst ihr mal später nachgucken. Ich fand's ganz cool. Mal schauen. Erster raus. Volta raus. Eisen raus. Ach ja, was ich noch machen wollte. Piep! Wieder hast du deine Playstation dann gemacht? Nein. Nein. Ja, ich muss gucken, ob ich NBA Dings runtergeladen habe. NBA 2K16. Ja, wenn du willst, dann können wir gleich gegeneinander später gegeneinander spielen. Oder morgen. Morgen habe ich keine Zeit. Also zumindest morgen. Lang die Aufnahme heute noch geht. Ja, mal gucken, ne? Also ich habe meins auf jeden Fall runtergeladen. Ja, ich habe meins halt abends irgendwann reingestellt, aber ich weiß nicht, ob das zu Ende runtergeladen. Herunterladen nicht möglich. Halt dein. Jetzt hatte ich bei dem Spiel aber auch andauernd einfach. Ja, warum? Dann muss ich meine Playstation neu starten. Ich weiß ja, der wollte die ganze Zeit nicht runterladen. Ja, weil ich bei mir immer auf Ruhemodus gestellt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen ist. Na, bei mir macht das auch so immer wieder. Hat ich immer. Und dann auch beim Download ist dann immer so irgendwie mit 5 Mbits gedownloadet. Und dann ist der auch so 1 Kilobyte gewechselt. Und dann muss ich meine Playstation neu starten, damit er wieder schnell war. Wo sehe ich das denn? Wie viel der downloadet? Ich hab's mir ausgerechnet. Ah. Na gut, bei mir braucht der jetzt noch 20 Minuten, 25. Okay, das ist so, wie viel Gigabyte hast du schon? Ich hab noch gar kein Gigabyte, neu angefangen. Na okay. War irgendwie hat halt komplett abgebrochen. Ja, bei mir hat er auch immer so eine halbe Stunde angezeigt, aber und dann ging er irgendwann immer so auf einem Tag. Ah, das kenne ich. Das hatte ich beim letzten FIFA-Update. Man muss halt einfach aufpassen, dass bei der Playstation einfach nichts anderes läuft, weil dann ist die Playstation. Ich hab halt nichts gemacht, ich hab währenddessen am PC gespielt gehabt. Ich hab das so die ganze Zeit nebenbei laufen gelassen. Hast du neu gestartet? Was? Die Playstation? Ja. Mach mal. Ups, verdammt. Ich hab das Gefühl, ich werde bald in eine Höhle stechen. Jetzt hab ich aus Versehen auf Ruhemodus geklickt. Also eigentlich reicht ja eine Etage für alles, ne? Wenn man mir mal so eine Erinnerung halte, wie es beim letzten Mal war, als ich einmal abgeerntet und brauchte nie wieder was zu essen. Ich fick auf, ich weiß gar nicht, wie dick die Dings sind. Muss sie auch von der Dicke her passend machen.
1, 2, 3, 4. Alter. Boah, ich könnte das so viel breiter machen, alles. Ja. Und dann. Ja, und dann nicht so weit nach unten gehen. Müssen. Komm, scheiß doch, mach ich einfach 50.000 Spitzhacken, ist mir scheißegal. Haben wir den Schaufeln auch gemacht. Jetzt habe ich wieder keine. Doch, ich habe noch eine. Dann kann ich einfach unten direkt mitnehmen.